Und wir schauen mal, ob wir irgendwas Hübsches hier in der Nähe finden. Wir sind immer noch auf der Suche nach einer Schlucht bzw. Höhle und finden hier absolut gar nichts. Naja, gut. Ist dann eher eine sehr lange Folge, wo nichts passiert. Da hinten sind Skelettwachen. Auf was passen die auf? Keine Ahnung. Wir rennen weiter. Und der Mann rannte und rannte. Da ist Wüste. Ja, Wüste ist total blöd. Weil in der Wüste findest du bestimmt keine Schlucht. Also garantiert. Gut. Anscheinend ist Mojang uns nicht hold. Wir haben auch unsere Glückspfote nicht mit. Ah, ein Creeper, okay. Hallo Creeper. Oh, was ist denn hier? Bam. Bam. Ah, hat wehgetan, wa? Zombie-Naut. Komm her. Zack. Stirb. Was haben wir denn? Ah, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Das ist schon größer. Das scheint schon größer zu sein. Schauen wir mal rein. Aber erstmal müssen wir hier natürlich alles töten, was hier am Rande rumvegetiert. Ja, auch du. Auch du, mein Sohn Brutus, musst sterben. Dann kann ich schon nichts mehr aufnehmen? Ist ja auch ulkig. Schauen wir mal, was wir hier haben. Hier können wir uns auch Wasser runterbuddeln. Wow, ja, die ist etwas größer, wie es aussieht. Ja, die werden wir uns jetzt angucken einfach. Hier gehen wir runter. Gunther. Und zwar hier am Ende der Höhle. Obwohl, hier ist ziemliche Einsturzgefahr gerade. Wir können uns hier aus dem Wasserfahrstuhl runterbuddeln, im Grunde. Aber ich weiß gar nicht, ob wir da so viel Blöcke... Das würden wir nicht hinkriegen. Aber wir können noch was anderes machen. Wir können uns hier selber einen Wasserfahrstuhl sozusagen bauen. Indem wir hier unseren Eimer Wasser auskippen. Oh, das gute Hundsgraber Wasser. Eigentlich viel zu schade. Setzen wir hier mal eine Fackel hin. Und jetzt werde ich nochmal versuchen zu pennen. Einfach aus dem Grund, dass wir auch genau hier am Rand der Schlucht eventuell spawnen. Vielleicht klappt's ja. Vielleicht geht er schlafen, der Matrix. Danke, ist er nicht mehr da? Ach, ist nicht mehr da, okay. Gut, dann können wir jetzt völlig rücksichtslos vorgehen. Total gut. Runter, Gunther. Oh, Patsch. Und da sind wir, in der Höhle angekommen. In der großen Schlucht. In Neugedungen. Und die, pass auf, die geht jetzt auch nicht weiter. Da hinten sieht es noch ganz gut aus. Und hier unten haben wir auch Eisen. Gut, es geht also endlich los. Es geht endlich los. Ein Höhlengeräusch. Sehr gut. Das ist ganz ausgezeichnet. Höhlengeräusche sind ein sehr gutes Zeichen. Wir nehmen uns natürlich sämtliche Kohlen mit, die wir hier finden. Und auch alles andere, was uns unter die Fingernägel kommt. Und wenn man Kohle unter den Fingernägeln hat, da wisst ihr ja, dann wird die, kann das auch ziemlich schwarz werden an den Fingern. Wir werden diese Schlucht erstmal jetzt so ein bisschen erkunden. Da oben ist auch noch Eisen. Hier ist allerdings Einsturzgefahr, da müssen wir echt vorsichtig sein. Ja, das gute Andrasit oder Diorit. Müssen wir mal gucken, wie das heißt. Das Grüne halt, ne? Halt das Grüne! Und guck mal, das ist alles voll hier. Das ist echt der Hammer. Da kann man ewig weiter buddeln und findet da immer noch mehr von. Und unsere Spitzhacke wird das auch locker überstehen. Oh, was denn jetzt? Da schmeiß ich meinen Helm weg. Sind mir eben die Schuhe weggeflogen? Mir sind die Schuhe weggeflogen. Ja, ist wahrscheinlich diese Göttin Alin für zuständig. Wenn einem hier die Schuhe wegfliegen, kann das nur die Göttin Alin gewesen sein. Ist echt die Schuhe weggedonnert. Unglaublich. Gut, von den neuen Steinen finden wir hier einiges. Und ich habe echt so ein... Ah, Schlucht in Schlucht. Das haben wir gesucht. Gesucht, meine ich. Aber wir sollten uns das hier irgendwie ein bisschen markieren, dass wir hier wieder rausfinden, oder? Wäre total schlau. Aber schlau sind wir ja nicht. Das ist ja auch wieder so ein Problem. Gut. So, okay. Hier kommen Wasserschleier runter. Und die verbergen hier den Weg in die nächste Schlucht. Okay. Die ist allerdings sehr klein, wie es aussieht. Ich mach mal Licht, damit ihr auch was seht. Ja, ich höre Zombies. Und die sind nicht... Oh, die können auch mal von oben kommen, theoretisch. Und auch praktisch.
Wo sind die Brüder? Wo habt ihr euch versteckt? Da oben geht's auch weiter. Okay, die Schlucht macht es uns nicht leicht. Das kann man nicht anders sagen. Sie macht uns das nicht leicht. Ich mache jetzt hier mal ausnahmsweise eine Fackel links, weil sich das gerade so anbietet. Sie macht es uns nicht leicht. Ihr Geheimnis will sie nicht preisgeben. Aber wir sind natürlich ziemlich hartnäckige Burschen. Das sage ich dir gleich, Schlucht. Da brauchst du überhaupt keine Illusionen machen. Wir werden hier schon noch Freunde werden. Oder auch nicht. Wir haben unser Bett aufgestellt. Das ist gut. Das heißt, wenn wir sterben, werden wir... Ah, guck mal. Hier scheint... entweder ist hier mehr. Oder es geht hier weiter in irgendeiner Weise. Ich hänge meine Fackel auf. Okay. Schauen wir mal. Weil ich habe auch Zombies gehört. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass hier noch was sein könnte. Oder auch nicht. Na, hier ist nur Dreck. Und in die Richtung. Andrasit. Okay, wir gehen mal ein bisschen in diese Richtung nochmal. Kohle. Okay. Vielleicht müssen wir noch einen tiefer. Hier ist Kohle. Kohle ist immer gut. Und hier könnte auch Lava sein. Das ist auch total toll. Dann kommt uns die auf den Kopf und dann werden wir leider sterben, bis wir tot sind. Ja, so ist das, liebe Leute. Kohle ist immer gut. Nehmen wir natürlich mit. Und hier sollten wir ausleuchten. Also, die macht es uns nicht leicht. Die ganze Chose hier. Wir sind auch noch relativ weit oben. Das heißt, wir sind noch gar nicht weit unter der Erde. Und wenn dies jetzt hier auch keine, nichts verheißen sollte, das heißt, dass wir hier nicht, auch wieder nichts finden, was irgendwie eine größere Höhle wäre oder so. Und ich glaube, wir sind hier unter dem Meer, kann das sein? Aber schaut mal. Was ist denn da? Ich habe ja hier so eine Minimap. Wir graben uns jetzt hier mal ein Stück gerade lang. Oh, ups. Habe ich den weggegraben? Könnte sein. Wir haben ja hier Geländefinder. Auf der Minimap. Ja, dann können wir auch hier nutzen. Dann graben wir uns jetzt hier mal durch. Okay, jetzt müssten wir wahrscheinlich gleich ein bisschen nach links rüber. Ah, das macht es natürlich ein bisschen einfacher. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, und jetzt müssten wir gleich nach links abbiegen. Und ich höre schon Wasser. Ah, schaut mal. Okay, und das müssen wir uns jetzt hier natürlich ordentlich markieren. Weil hier ist der Ausgang. So, und da geht es weiter runter und da geht es weiter hoch. Wir werden aber erstmal weiter runter gehen, würde ich sagen. Erstmal will ich jetzt da oben hin und dieses Loch verschließen. Wir haben einen leeren Eimer, dann nehmen wir gleich das Wasser da raus. Zack, wunderbar. Ja, sehr gut. Die Minimap ist echt schon, hat uns da in diesem Fall jetzt echt geholfen. Okay, hier können wir natürlich auch hoch. Wir können ja mal gucken, ob es hier eventuell auch einen Ausgang gibt. Das Schlimme ist, wenn wir jetzt hier drauf gehen, werden wir nicht so schnell wieder an diesen Punkt kommen. Wisst ihr, wie ich meine? Also wir werden hier nicht so schnell wieder herfinden. Ich will hier nur mal ganz kurz hier oben gucken. Na, ist nämlich schon ein Creeper. Der hat nur auf uns gewartet. Ja, kommt auch schon angerannt. Wow. Oh, wow. Gut. Ja. Bei mir kann jeder machen, was er will. Auch die Herren Creeper. Und ich höre Schafe. Okay. Das ist gut. Ist noch ein Creeper. Und die... Oh, wow. Geh weg, geh weg, geh weg. Stirb, 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 stirb. Geh weg, geh weg. Rückstoß ist ganz gut in dem Falle. Ah, hier geht's raus. Okay. Hier geht's raus, Nikolaus. Wo kommen wir hier raus? Kurz gucken. Mit dem guten Schwert. Spinnst du? Ist hier hinter Wasser? Ja, dachte ich mir. Mit dem guten Schwert. Spinnst du? Gut. Machen wir uns hier einen Wegpunkt Höhleneingang. Ich weiß, es ist nicht so schlau gerade. Neuer Wegpunkt. Höhleneingang. Ost. nur so, dann wissen wir aber schon Bescheid. Haben wir jetzt hinzugefügt, fertig. Zurück zum Spiel und weiter geht's. Jetzt gehen wir runter. Okay, haben wir halt auf diese Art und Weise eine Höhle gefunden. Ist auch nicht schlecht. Jetzt fangen wir hier an und machen die Fackeln rechts, ne? Ja, für alle, die jetzt sagen, Höhlentour. Ja, okay, Leute. Aber wir haben echt lange keine mehr gemacht, keine richtige. Wir haben ja vorher immer unsere Abenteuerpunkte, unsere Erfahrungspunkte angespart, haben da schon keine Höhlentour gemacht. Und jetzt haben wir eh schon ewig keine mehr gemacht.
Und wir können keine Rüstungsschmiede betreiben in Hunsgrab, wenn wir nicht mindestens... Oh, Entschuldigung. Wenn wir nicht mindestens wenigstens genug Eisen haben. Die zwei Stöcker weg und den Setzling hier. Und guck mal, ich glaube, wir haben einen Stack. Eisen haben wir schon voll, ne? Seht ihr. Braucht er gar nicht meckern. Und Kohle sowieso. Da haben wir schon eine ganze Menge von gefunden. Die bauen wir jetzt hier auch weiter ab. So, schaut mal. Und das gibt natürlich auch ordentlich Erfahrungspunkte. Kohle darf man ja auch nicht unterschätzen, was das für, wie viele Punkte das gibt, was man da so zusammensammeln kann. Die kann man auch schon nicht mehr mitnehmen. Hier, Auge weg. Ja. Dadurch, dass wir die Steine mitgenommen haben, haben wir natürlich jetzt so ein bisschen, das ist unser Bogen, ne? Oh, der geht bald kaputt. Nicht gut. Ja, durch die neuen Gesteinsorten hat man natürlich so ein bisschen den Nachteil, dass man da jetzt aber auch, hier müssen wir unbedingt, das muss richtig schön markiert werden, weil hier kommen wir auch raus. Es geht aber auch nach oben. Nach oben können wir auch raus. Machen wir hier oben auch noch eine Fackel hin. Warte. So, zack. Okay, hier sind wir reingekommen und hier geht's jetzt raus. Hoffentlich merken wir uns das bis nachher noch. Eisen. Sehr gut. Nee, ne? Ende? Arg. Gut. Oh, ey, die macht es uns aber echt nicht leicht, die Höhle. Also, kann man nicht sagen. Ja, manchmal hat man ja so Höhlen, da geht man rein und findet gleich alles. Und, aber diese Höhle hier, boah. Okay, Lava. Die macht es uns nicht ganz so leicht. Ja, da unten ist Lava. Lava, Lava. Wir müssen uns das hier aber markieren als Aufgang. Dass wir hier wieder rausfinden. Finden wir doch nie wieder raus. Gut, passt mal auf. Machen wir die mal die uralte Methode. So. So. Und so. So sollten wir wieder rausfinden zumindest. Hüpf. Guten Tag. Ah, okay. Wir kommen... das ist echt anspruchsvoll. Das ist wirklich kein Gemachter. Es ist echt anspruchsvoll, sich in dieser Höhlenwelt hier zu bewegen. Oh, fast gerade noch so bewahrt vom vom sicheren Feuertod. So. Die Lava machen wir mal aus hier. Dann packen wir mal einen Stein rein. So, zack. Dann kann die abebben. Die wird jetzt hier nicht rüberfließen. Du wirst jetzt hier nicht rüberfließen, Lava. Ich gebiete es dir. Du auch du nicht. Ja, gut. Sie hat auf uns gehört, immerhin. Wenigstens hört einer auf uns. Jetzt wird es aber auch dunkel. Und das liegt hauptsächlich daran, dass wir nicht ausgeleuchtet haben. Arg. Ja, Eisen, sehr gut. Natürlich freut man sich auch immer, wenn man dann eventuell ein paar von den Glitzersteinen findet, die sich da Diamanten schimpfen. Das ist auch mal eine nette Sache. Ich weiß aber gar nicht, auf welcher Ebene wir gerade sind. Ich denke mal, da sind wir einfach noch nicht tief genug für. Aber wir sind ja dabei, ne? Wir gehen immer weiter runter. Hier geht's weiter runter. Da ist schon der nächste Lava-Teppich. Eieiei. Ich packe da einfach eine Fackel rein. Kann die Lava hier abebben in Ruhe. Und wir haben auch gleich eine Beleuchtung. Ist doch klasse. Ich erwähnte es ja schon. Es wird uns hier nicht gerade leicht gemacht. In Neugedung mit der Höhlenerkundungsgeschichte. Aber wir geben nicht auf. Also auf keinen Fall. Oh, und ich nehme ja schon eine ganze Zeit auf. Das heißt, es werden jetzt schon einige Folgen sein. Zumindest schon mal die zweite. Ah, Lapis Lazuli. Da habe ich ja gehört, da sollen wir jetzt mehr finden. Sehr gut. Können wir natürlich nicht einsammeln, aber wir packen die Spinnenwippe weg. Spinnenwebe auch genannt. Und ich glaube, jetzt verzweigt es sich langsam immer mehr. Hier unten. Und ja, guck mal, darauf habe ich gehofft, dass wir jetzt hier ganz viel Lapis finden. Haltbarkeit und Behutsamkeit. Da hätten wir mal eher anfangen sollen mit, ne? Sehr gut. Lapis brauchen wir für die Verzauberung, das wisst ihr ja. Klar. Ihr seid ja Profis, ne? Ihr seid ja auch alte Minecraft-Cracks, die meisten von euch. Und vielleicht sind noch ein paar Neulinge dabei, das freut mich dann auch ganz besonders. Es soll ja immer noch Leute geben, die das Spiel jetzt für sich entdecken. So, okay. Das nehmen wir alles mit. Und dann werden wir auch gleich mal ein bisschen aussortieren hier, weil unser Inventar ist schon wieder voll. Und das kann ja eigentlich nicht sein. So lange sind wir noch gar nicht unterwegs. Ah, Eisen. Genau das haben wir gehofft zu finden. Ganz viel Eisen und ganz viel Lapis Lazuli und ähnliche Sachen. Aber es war nicht einfach, hier runterzukommen. Und deshalb nutzen wir das natürlich jetzt auch aus.
Was Monster angeht, das hält sich noch so ein bisschen in Grenzen. Das freut mich natürlich total. Und man muss auch sagen, unsere Spitzhacke, die leidet. Also die leidet richtig. Ich würde sagen, Kohle machen wir 2 Stacks voll. Und dann fangen wir an, das in Blöcke zu verwandeln. Hier bei unserer langen Höhlentour. Lang hat es erstmal gedauert, eine Höhle zu finden, ne? Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon das neue Jahr ist. Ich habe den Kalender jetzt nicht so ganz in der Nase. Aber wenn, dann könnt ihr ja mal schreiben, was habt ihr euch was vorgenommen fürs neue Jahr? Oh. Oh je. Okay, jetzt sind wir ganz unten. Jetzt sind wir wahrlich ganz unten angelangt. Und hier können wir aber mit Wasser arbeiten. Und vorher müssen wir aber Fackeln rechts aufhängen. Ganz wichtig, wichtig. Rettet die Fichti. Jetzt können wir hier mit Wasser arbeiten. Wow. Schwemmt mich gleich rüber. Spinnst du? So. Hier auch, können wir auch Fackeln dann aufhängen. Und dann haben wir da schon mal Redstone. Das ist noch ein Element, was eigentlich nicht sein sollte. Und guck mal, da hinten sind noch mehr Höhlen. Ich würde, glaube ich, ganz gerne darüber gehen. Natürlich bauen wir den Redstone ab. Überhaupt keine Frage. Natürlich bauen wir den Redstone ab. Da kriegen wir Ärger mit dem Powerplayer. Wenn wir den nicht abbauen, dann gibt's richtig Ärger, ey. Oh, oh. Ich kann überall Lava hinter sein. Ich bin nicht paranoid. ich will da rüber zur anderen Höhle. Deshalb müssen wir uns jetzt hier einen kleinen Schacht drüber bauen. Und müssen aufpassen, dass wir nicht von der Lava geflutet werden. Okay. Da ist Kohle, auch sehr gut. Und unsere Haltbarkeit und Effizienzspitzhacke, die wird bald einen Geist aufgeben. Da müssen wir mit Behutsamkeit weitermachen, das wäre aber blöd. Aber vorsichtig beim Abbauen von Kohle über Kopf ist immer schlecht. Also das ist immer nicht so ratsam. Oh, das ist eine Ecke bis zur nächsten Höhle. Aber wir werden sie gehen. Jetzt sind wir einmal im Untergrund hier. Und dann bleiben wir auch natürlich der Richtlinie treu, dass wir... Und da, guck mal, da hinten ist ganz viel Lava. Das könnte gut sein. Lava, es könnte gut sein, es könnte aber auch böse enden. Und hier haben wir wieder Redstone gefunden. Das gibt auch mal ordentlich Punkte, ne? Redstone kann man nicht verachten. Ja, wir arbeiten uns rüber zu der Höhle, die uns da angezeigt wird. Ich mache hier immer mal wieder so eine Fackel hin. Und dabei bauen wir natürlich hier noch reichlich Rohstoffe ab. Ich weiß gar nicht, auf welcher Ebene wir uns gerade befinden. Wir sind, glaube ich, noch nicht ganz unten. Also noch nicht ganz auf Ebene 0 oder so. So, das nehmen wir alles mit. Kommt. Das ist einfach so viel, was man an Kohle findet. Das kann man gar nicht alles einsammeln. Findet der nicht auch? Guck mal, jetzt haben wir 264er Stacks Kohle voll. Das wollten wir ja. Okay, dann geht's jetzt hier weiter. Aber man muss ja auch immer wieder hinter den Kohlen mal gucken. Wir sind gleich da. Ich höre auch schon die Lava. Jetzt müssen wir echt vorsichtig sein. Immer nur oben erstmal wegkloppen. Eisen, okay. Eisen. Vielleicht sollten wir hier einen höher gehen. Ich mache hier nochmal eine Fackel hin. Okay. Ich höre die Lava schon, ne? Hört ihr sie auch? Oh, hier ist Lapis. Hätten wir fast übersehen. Seht ihr, nur weil wir nicht ausgeleuchtet haben. Wahnsinn. Was für riesige Mengen. Ja, Knochen weg. Und hier Steine weg. Jetzt haben wir den Lapis. Ja, gut. Schön, schön, schön. Ah, schaut mal. Kommen wir nämlich genau hier raus. Sehr schön. Gut. Hier können wir jetzt ausleuchten und dann wieder... Hier müssen wir uns den Eingang natürlich markieren. Ganz wichtig. Damit wir den auch wieder finden. Eingang, Ausgang, ihr wisst schon. So, den markieren wir uns richtig großzügig. Dann gucken wir hier nochmal, was hier noch ist. Eisen, sehr gut. Das Einsammeln nicht vergessen, weil es kann sein, dass wenn wir einen tiefer schlagen, dass dann da sowas ähnliches ist wie Lava zum Beispiel. Oder ein Spinnennest. Nein, Lava meine ich natürlich. Was uns dann den Tag vermiest. Ah, Redstone, okay. Die Redstone immer ganz, ganz vorsichtig behandeln. Denn Redstone ist natürlich, ich sag mal Lavakristall, habe ich mal gesagt dazu. Weil er halt auch diese Farbe hat von der Lava. Wollen wir was essen? Steaks haben wir genug dabei, also daran wird es nicht scheitern.